Solaraktien, Windkraftaktien, Lithium, Wasserstoff, alles ein einziges Desaster. Und jetzt schmieren auch langsam die Elektroautoaktien und die Batterieaktien ab. Und das, obwohl die ganze Welt ja angeblich riesige Anstrengungen macht, um klimaneutral zu werden. Haben wir uns da als Anleger einen Bären aufbinden lassen? Sind wir in irgendwas reingerannt, das sowieso nie funktionieren wird? Oder ist der Absturz von diesen ganzen grünen Energieaktien jetzt vielleicht auch doch wieder eine Chance? Kein Geld mehr fürs Klima, zumindest nicht bei uns. Sie haben es ja sicher mitbekommen. Die Bundesregierung, die wollte aus ihrem Corona-Schattenhaushalt einen Klimaschattenhaushalt machen. Damit kann man dann Elektroautos fördern, Wasserstoff, Gebäudesanierung und so weiter. Eine tolle Sache, das Ganze eben vorbei am Parlament und vorbei auch an der Schuldenbremse. Stellen Sie sich einfach nur mal vor, Sie sind ein Unternehmer, leider ist Ihre Fabrik letztes Jahr abgebrannt und von der Bank haben Sie aber zum Glück gerade einen Kredit bekommen für eine neue Fabrik. Just da fällt Ihnen ein, eigentlich wollten Sie ja schon immer so richtig einen drauf machen, am besten in Las Vegas und noch besser mit allen Ihren 30 Kumpels. Und Geld ist ja jetzt da. Und ich will die Klimapolitik jetzt nicht mit einer Sauftour in Las Vegas vergleichen. Aber dass irgendwer irgendwann mal kommen könnte und sagen könnte, Moment mal, dafür ist das Geld aber nicht. Das ist eben auch klar. Und in dem Fall war es dann das Bundesverfassungsgericht. Und das ist jetzt erstmal dramatisch. Das reißt jetzt nämlich nicht nur ein Loch in den Bundeshaushalt von 60 Milliarden Euro, sondern auch für viele schöne Klimaversprechen, die zum Teil ja auch schon zugesagt worden sind. Auch dafür ist plötzlich eben kein Geld mehr da. Ist das vielleicht irgendwie symptomatisch für die Klimawende und für die ganzen alternativen Energien? Riesige Versprechen, riesige Visionen und dann passiert aber eigentlich doch nicht so viel. Fragen wir einfach die Aktionäre aus dem Sektor. Es gibt da ja inzwischen zig Sektoren und in jedem von denen war es so, dass erstmal eine Riesenbegeisterung war und dann ist das Ganze aber komplett in sich zusammengebrochen. Oder es ist vielleicht gerade dabei, dass es in sich zusammenbricht. Solarzellen sowieso klar. SolarWorld, Qcells, Suntech Power, die Hälfte von den ganzen Solaraktien, die gibt's ja schon gar nicht mehr. Und bei den übrigen ist es jetzt auch wieder ein Trauerspiel. Jinko Solar zum Beispiel aus China, der 3-Jahres-Chart hier von TradingView. In der Corona-Krise ist nochmal viel Geld reingeflossen in die Aktie, aber jetzt haben sie sich in einem an sich guten Börsenjahr mehr als halbiert. SolarEdge, ein Wechselrichterproduzent, eine Aktie, die hoch gelobt worden ist. Dieses Jahr ist sie dann aber komplett abgestürzt. Bei Windenergie ist es auch nicht besser. Siemens Energy, der Klassiker, in 3 Jahren um 70% gefallen. Ørsted, ein Spezialist für Offshore-Windkraftanlagen, plötzlich Riesenprobleme, um 80% gefallen. Scatec, ein Betreiber von Solar- und Windparks und Wasserkraftanlagen, wo man meinen könnte, das ist ja vielleicht ein bisschen konservativer, um 85% gefallen. Dann die Wasserstoffaktien, hier Plug Power, ersten Riesenhype, dann der Einbruch vom Hoch um fast 95% runter, bei Nel Asa sind es 80% jetzt und jetzt dann auch die Lithiumaktien dran, Lithium, der Batterierohstoff, da bricht der Preis plötzlich wieder ein und dadurch haben sich zum Beispiel Albemarle in einem Jahr mehr als halbiert und SQM sind jetzt auch 35% schon im Minus. Und auch die Elektroautoaktien und die Batterieaktien, die schwächeln jetzt. Tesla, BYD, Samsung SDI. Dabei haben wir doch fast überall große Bekenntnisse zu Klimazielen und zu einem starken Aufbau der alternativen Energien. Und es sind auch Verbrennerverbote angekündigt worden und. Bloomberg New Energy Finance hat erklärt, die Investitionen in alternative Energie, die waren im ersten Halbjahr weltweit bei 358 Milliarden Dollar. Nochmal ein neuer Rekord.
Und die Internationale Energieagentur hat gesagt, der Zubau wird sich da in den nächsten 5 Jahren nochmal verdoppeln auf 2,4 Millionen Megawatt. Sensationell. Also wenn es einen Sektor gibt, wo man dabei sein muss, dann ja wohl grüne Energieaktien. Aber nichts war's. Und wie zum Hohn haben wir dafür bei den Ölaktien, zum Beispiel hier bei Shell, die sind in der Nähe von ihren langjährigen Rekordständen oder auch hier BP. Also Öl, das was ja eigentlich weg soll, was ersetzt und abgeschafft werden soll, das ist bei den Anlegern plötzlich hoch im Kurs. Was ist da los? Was schon mal klar ist, weltweit sind die Zinsen stark gestiegen, das trifft die gesamte Weltwirtschaft und es ist eben nicht so, dass der alternative Energiesektor da nicht betroffen wäre, dass der da so über den Dingen schweben würde. Weil Solarparks und Windparks, die muss man auch erst finanzieren. Man hat hohe Anfangsinvestitionen und das rechnet sich zum Teil gerade gar nicht mehr. Schon gar nicht, wenn man den Stromverkaufspreis nicht mal richtig kalkulieren kann, wie es zum Teil inzwischen ja ist. Oder dass man, wenn der Strompreis hoch ist, dass man da plötzlich eine Übergewinnsteuer zahlen muss. Das ist auch nicht förderlich. Und zum Beispiel Offshore-Windenergieprojekte, die werden gerade en masse wieder abgesagt aus dem Grund. In Norwegen, in Holland, in Großbritannien. Bloomberg sagt, in den USA, da steht zurzeit die Hälfte von allen Offshore-Windprojekten auf der Kippe. Und gleichzeitig ist in Kalifornien auch die Förderung gekürzt worden für Dachsolaranlagen. Also auch der Markt wächst jetzt deutlich langsamer. Das sind konkrete Probleme zurzeit. Es gibt aber auch ein paar grundsätzliche Probleme bei dem Ganzen. Das Wichtigste ist immer, wenn man eine Boombranche hat, und dieser Sektor ist ja eine Boombranche, dann kriegen das die Anleger natürlich schnell mit. Und die Unternehmen und die Großinvestoren, die bekommen das aber natürlich auch sehr schnell mit. Und alle sind dann begeistert und plötzlich ist ganz viel Geld da für den Sektor und dann kommt's, wie es eigentlich immer kommt. Es werden riesige Kapazitäten hochgezogen, jeder will da dann der Marktführer werden und plötzlich taucht was auf, mit dem komischerweise nie jemand rechnet, nämlich Wettbewerb. Und das in Kombination natürlich auch noch damit, dass der Markt zwar wächst, aber dass er eben auch neu ist, dass man ihn schwer einschätzen kann, dass man nicht genau weiß, wie er sich entwickelt. Und das ist eine gefährliche Mischung. Und bei alternativen Energien, da ist der Wettbewerb inzwischen natürlich sowieso schon gnadenlos. Zum Beispiel der Preiskampf im Solarsektor bei Solarzellen, das ist ja bekannt, der ist unglaublich hart. Es sind ja die ganzen neuen Anbieter dann aus China gekommen, die haben die anderen Hersteller wirklich weggefegt und zerstört. Aber es sind dann auch viele chinesische Hersteller untergegangen. Und zurzeit legen aber die Chinesen da jetzt nochmal nach. Die ziehen noch viel mehr Kapazitäten hoch, vor allem bei Polysilizium. Und eben, und es hat dadurch Solarzellen sind dadurch eben mittlerweile Massenartikel geworden. Man kann sich fast nur noch im Preis unterscheiden. Und bei Windenergie ist es eigentlich fast genauso. Wir haben auch da Überkapazitäten, einen starken Preiskampf, niedrige Margen und jetzt eben auch noch die höheren Finanzierungskosten bei den Projektbetreibern. Und dann natürlich noch so Sachen wie Bürokratie, wie lange Planungsphasen, womit man eben auch nicht so gerechnet hat. Die Nachfrage ist eben doch nicht so stark gewachsen wie gedacht und sie schwankt auch ziemlich. Lithium. Hier der 5-Jahres-Chart von Trading Economics. Das ist ein Paradebeispiel für einen Energierohstoff-Hype. Erst hat keiner an das Elektroauto geglaubt, dann ist der Preis aber plötzlich hochgeschossen, weil Lithium war jetzt wirklich knapp. Und jetzt haben wir aber plötzlich wieder mehr Minen. Lithium war ja jahrelang das große Ding. Und jetzt ist der Preis wieder in einem Jahr um 75% eingebrochen. Und der Elektroautosektor, der kriegt jetzt wie gesagt auch langsam Probleme. Oder der Autosektor natürlich insgesamt, weil der Markt wächst im Moment nicht so stark wie gedacht für Elektroautos. Aber was viel schlimmer ist, es gibt eben auch da jetzt jede Menge neue Wettbewerber, auch wieder hauptsächlich aus China. Der Preiskampf ist in China jetzt voll entbrannt und gleichzeitig merken die Autobauer natürlich aber auch, dass beim Elektroauto die Margen wahrscheinlich nicht mehr so hoch sein werden, bei Weitem nicht mehr so hoch und dass viel von der Wertschöpfung zum Beispiel in den Batteriesektor abwandert. Mit anderen Worten,
Der gesamte alternative Energiesektor ist eigentlich kein großer Spaß für Anleger. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich bin sogar inzwischen wieder vorsichtig optimistisch für das Ganze. Es gibt ja von mir auch die Reports Heinrichs Hauspost. Da haben sie neulich von mir einen zum Solarsektor bekommen und gleich danach ist auch einer zum Lithiumsektor gekommen. Und ich habe das da ausführlich dargestellt, ja auch, warum das für mich jetzt langsam wieder interessante Sektoren sind. Und wenn Sie die Hauspost noch nicht bekommen von mir, sie ist gratis, tragen Sie sich einfach ein dafür auf www.heinrichs-hauspost.de. Dann können Sie alle diese Ausgaben auch gratis lesen. Und die nächste ist auch schon in Arbeit. Diese Woche geht es dann nämlich zum Batteriesektor, auch mit ein paar Aktien. Der Batteriesektor ist auch kein Selbstläufer. Der korrigiert auch gerade und das auch aus gutem Grund. Aber wie gesagt, beim Elektroauto, da verschiebt sich die Wertschöpfung vom Autoproduzent zum Batterieproduzent. Und wer sich da dann durchsetzt in dem Bereich, der hat schon eine gute Zukunft. www.heinrichs-hauspost.de. Ich will ja niemanden belehren, wie er sein Depot führen soll. Aber Umweltaktien sind natürlich schon ein Klassiker dafür, wie es oft läuft in solchen Wachstumsbranchen. Und was da dann eben auch schnell für eine Dynamik entsteht an den Börsen und in den entsprechenden Medien auch. Und wie die Anleger dann immer wieder in die Falle laufen, gerade weil sie sich informiert haben und gerade weil sie überzeugt davon sind, das sind Sektoren, die haben eine tolle Zukunft, da kann doch eigentlich nicht schief gehen bei dem Wachstum. Und darum, die Erkenntnis ist erstmal die gleiche wie sonst auch immer, schon mal breit streuen, das ist sehr wichtig, dass man von einem einzelnen Sektor nicht so abhängig ist, auch wenn man den noch so gut findet. Wer jetzt natürlich vor dem großen Hype immer bei diesen Aktien eingestiegen ist, herzlichen Glückwunsch, damit kann man schon Geld verdienen, solange man nicht selbst an das glaubt, was man da hat und was man da kauft und rechtzeitig auch wieder aussteigt. Aber wenn man den Hype jetzt verpasst hat, man kriegt als Anleger tatsächlich oft eine zweite Chance. Und in solchen Wachstumssektoren, da sind die Privatanleger nämlich aus den genannten Gründen oft nicht zu spät dran, sondern sie sind eigentlich oft viel zu früh dran. Das Ganze wird dann wieder enttäuscht und der Sektor bricht dann wieder zusammen. Und dann sind die Kurse aber am Boden und man hat aber vielleicht schon ein viel besseres Bild davon als die Jahre vorher. Wie funktioniert der Markt denn wirklich und wer schlägt sich denn ganz gut und wer ist überhaupt noch da? Und ich will Ihnen jetzt gar nicht zu große Hoffnungen machen für den Sektor, weil die meisten Aktien da, die sind natürlich noch in der Abwärtsbewegung und das Sentiment ist immer noch schlecht. Und der Sektor hat auch ein paar ganz andere Probleme noch. Weil in der Theorie, da sind ja Windenergie und Solarenergie inzwischen sehr günstig. Und wenn da die Rahmenbedingungen passen, dann wird es auch in Zukunft jede Menge Investoren geben, ganz sicher, die da immens investieren werden in Solarparks und Windparks. Das reicht aber leider nicht. Es gibt zum Beispiel fast überall das Problem, dass die Stromnetze noch extrem hinterherhängen der Entwicklung. Das braucht man ja auch ausgebaut. Und das ist bei uns so und in den USA und auch in China. Man müsste auch da immens investieren, nur das sind teure, undankbare Investitionen. Wird es auch dafür Investoren geben, weil sonst ist mit dem Zubau bald Schluss. Und was noch schlimmer ist, das Thema Stromspeicher, Dunkelflauten, Reservekraftwerke. Ich bin darauf eingegangen, unter anderem in dem Video zur Kritik an der Klimapolitik von Hans-Werner Sinn. In den Bereichen, da haben wir noch überhaupt keine Lösungen, die im Ansatz wirtschaftlich sind. Und wenn von der Seite, wenn es da aber nicht auch bald Fortschritte gibt, dann läuft es bald überall so wie in Australien. Australien produziert extrem viel, extrem günstig Solarstrom. Aber trotzdem gerade da gibt es viele Stromausfälle und der Strom wird immer teurer. Das ist was, vor dem viele die Augen verschließen und das kann die Klimawende aber abwürgen. Und sie kann außerdem natürlich den Widerstand dagegen steigern. Klimapolitik ist ja sowieso hoch umstritten in vielen Ländern. Es gibt viel Widerstand dagegen und das ja auch nicht immer zu Unrecht. Und da können dann aber noch richtig Kulturkämpfe kommen zu dem Thema. Und es ist nicht abwegig, dass sich einige wichtige Länder oder vielleicht sogar viele Länder da dann in den nächsten Jahren davon auch wieder abwenden und zurückrudern. Trump digs coal.
Und wogegen es auch immer mehr Widerstände gibt, das ist natürlich dieser ganze ESG-Wahnsinn, dass man irgendwann mal im Investmentbereich eben auch gesagt hat, die Anleger sollen doch bitteschön nur noch in das investieren, das auch klimafreundlich ist. Es gibt aber mittlerweile auch da eine starke Gegenbewegung, zum Beispiel der Finanzminister von Utah, dem US-Bundesstaat, der hat neulich gesagt, ESG ist ein Teil vom großen Plan Satans. Und Elon Musk, der hat getwittert, ESG ist die Inkarnation des Teufels und der ist immerhin Chef von Tesla. Das ist jetzt sicherlich auch alles ein bisschen übertrieben. Aber auf der einen Seite, es ist derart viel Schindluder getrieben worden mit diesen ganzen ESG-Kriterien. Man nimmt das Ganze sowieso nicht mehr ernst. Und auf der anderen Seite ist dadurch natürlich dieser ganze Hype, der sowieso schon da war, natürlich noch zusätzlich angeheizt worden. Und viele gutgläubige Anleger, die es richtig machen wollten, die damit was für die Umwelt tun wollten, was so ja nicht stimmt, die haben damit dann eben auch wieder Geld verloren. Alles nicht so toll. Aber wie gesagt, der Hype ist jetzt wenigstens mal vorbei. Die Anleger sind jetzt stark ernüchtert. Die Kurse sind jetzt viel, viel tiefer als vor ein paar Jahren. Und trotzdem, der ganze Komplex ist immer noch ein Wachstumssektor. Und darum wird er jetzt eben langsam auch wieder interessant. Und wir hier, wir werden ihn auch auf jeden Fall im Auge behalten. Aber denken Sie eben auch immer dran, wie skeptisch man sein muss als Anleger, wenn irgendwas gehypt wird. Gerade auch bei den Hypes, die wir aktuell haben. Künstliche Intelligenz zum Beispiel. Die soll ja jetzt sogar das Klima retten, sagen manche. Man höre und staune. Im Moment weiß man eigentlich nur, dass sie immens viel Strom verbrauchen. Aber ich glaube, künstliche Intelligenz kann das Klima tatsächlich retten, indem sie früher oder später das tut, wovon ja viele auch ausgehen, dass sie die Menschheit nämlich auslöscht mit Stumpf und Stiel. Und dann wäre aber das Klimaproblem auch endlich gelöst. Und zur künstlichen Intelligenz gibt es hier demnächst auch ein Video. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Am besten natürlich als neuer Kanalabonnent. Zum Kanalabo geht es hier unten. Und denken Sie außerdem natürlich noch dran, dass Sie sich noch rechtzeitig eintragen für die nächste Hauspost. Diese Woche, wie gesagt, zum Batteriesektor auf www.heinrichs-hauspost.de. Sie sehen schon, die Woche hat kaum begonnen und Sie haben aber schon ganz viele Dinge, auf die Sie sich freuen können. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.